Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Danke fürs wieder Einschalten. Heute wird es ernst. Pflichtspielstart, unser Pflichtspieldebüt und ein Kracher gleich mal vorweg. Wir müssen auswärts in Hamburg gegen den HSV ran. Also schönes Gigantenduell, schönes Traditionsduell. Und ja, wir haben nach wie vor einige Verletzte. Das heißt, wir müssen da ersatzgeschwächt nach Hamburg fahren. Also wir sehen, dass Baumgartl noch nicht ganz fit ist. Greimel sowieso natürlich langzeitverletzt. Dann haben wir Sissé noch nicht fit. Das heißt, im Endeffekt fallen gleich mal drei Innenverteidiger aus. Vier eigentlich, wenn man den jungen Bartl noch mitrechnet. Fährmann kein Thema. Kosuki müde, weil ich den für die zweite eben leider verfügbar gemacht habe. Das habe ich übersehen. Also alles in allem schwierig. Richtig, richtig schwierig. Ja, dafür ist zumindest mal Ouedraogo wieder fit. Den könnte man auf jeden Fall in Hälfte 2 dann bringen. Könnte man rein theoretisch auch von Anfang an gleich mal reinwerfen, aber ich beginne jetzt mal so. Und ja, wir haben die Taktik ein bisschen angepasst. Das heißt, wir haben jetzt den Zehner zurückgezogen, haben ein Dreier-Mittelfeld gemacht, in der Hoffnung, dass wir dann defensiv ein bisschen mehr Zugriff haben. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es läuft. Tobias Mohr kriegt noch eine Rückennummer von mir, weil der ja in der zweiten Mannschaft und auf der Transferliste war. Dementsprechend wurde er nicht wirklich berücksichtigt. So, da sehen wir den HSV mit dieser Aufstellung. Ich überlege gerade noch. Ich weiß gerade gar nicht, ob von meinem HSV-Safe noch irgendwer übrig ist. Ja, und die Erwartungen, die gehen in Richtung Unentschieden. Also der Vorstand erwartet ein Unentschieden, aber auch die Fans. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das auch liefern können. Oder wie das Ganze jetzt abläuft. Ich kann es noch nicht einschätzen, ganz ehrlich. Also die Vorbereitung war spielerisch absolut in Ordnung. Es ist halt schwierig zu sagen durch die vielen Verletzten. Aber ja. Schallenberg hier gleich mal mit dem ersten Foul. Und Freistoß für uns, zweite Minute. Osmani passt ihn zurück. Und Brunner mit dem Abschluss, der richtig gefährlich war. Fernandes geht hier auf Nummer sicher, jetzt gibt es die Ecke. Dritte Minute wieder Osmani. Aber die wird geklärt. Merkin holt in sich. Carlos, Schallenberg, Madriciani. Und dann wird nichts draus. So, zwei gelbe Karten gleich mal. Ich gebe mal Brunner die Anweisung, dass er in den Zweikämpfen jetzt vorsichtig sein soll. Sonst sehen wir leichtes Ballbesitz plus beim HSV. Dafür sind wir die aktivere Mannschaft, zumindest von den Chancen her. Merkin, das war schon eine richtig gute. Fernandes wieder mit der starken Parade. Nächste Ecke, 18. Minute. Osmani. Wieder kein Problem für Fernandes, der heute schon mal ein sehr gutes Spiel macht. Aber wir bleiben am Drücker. Wir sind auf jeden Fall das aktivere Team. Terodde mit der nächsten Chance. Der Schuss geht aber drüber. Jetzt der HSV zum ersten Mal gefährlich. Freistoß. Und das war eine Glanztat von Müller. Beinahe die Führung aus dem Nichts für die Hamburger. Die fängt Müller jetzt gut ab, die Ecke. Osmani top. Schallenberg mit dem starken Seitenwechsel. Brunner hat da viel Platz. Versucht hier vorbeizukommen. Brunner mit der Flanke, Terodde und wieder Fernandes. Ja, super Werte. Der Distanzschuss zum Glück harmlos. Und Osmani verletzt. Da wollte ich sowieso Ouedraogo bringen, aber dass ich den natürlich aufgrund einer Verletzung bringe, ist alles andere als gut. Kann man hoffen, dass nichts Schlimmes ist, weil Osmani war in der Vorbereitung schon recht stark. Und da wird Ouedraogo gefoult, kurz nach seiner Einwechslung. Jetzt dürfte es tatsächlich Elfmeter für uns geben. Der Videoschiedsrichter checkt's, aber es gibt ihn tatsächlich. Und damit die Chance für Terodde, Kapitän, Führungsspieler. Und er macht ihn. Yes, 39. Minute, die Führung auswärts in Hamburg. Das tut gerade so gut, Leute, wirklich. Bin nämlich richtig, richtig angespannt und nervös.
Den Saisonstart, den will man natürlich gut bestreiten. Gerade auch, weil es natürlich auch noch so ein Spitzenspiel ist. So, HSV jetzt. Da hatten wir gerade Glück, aber auch der HSV hatte Glück, dass die da überhaupt hier nochmal zu der Chance kamen. So, wir gehen also mit dem 1:0 in Führung. Ich freue mich über die Leistung. Und ja, wir sehen Brunner ein bisschen müde, wir sehen die gelbe Karte. Das Problem ist eben, dass wir da jetzt nicht gut wechseln können wegen meinem Fehler, weil ich Kosuki ja leider unter der Woche für ein Testspiel verfügbar gemacht habe. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich eh mehr oder weniger so, wie es ist, weiterspielen. Beim Rest ist noch nicht wirklich notwendig zu wechseln. So, Jebamin. Auf Uedraogo bin ich auf jeden Fall schon wahnsinnig gespannt in der Saison. Der wäre ja auch als Stürmer was ein wirklich interessanter Spieler. Jebamin, gelbe Karte. Der muss jetzt aufpassen. Und 60. Minute der HSV in der Offensive. Ja, so können sie es gerne weiter versuchen. Ich werde jetzt wieder wechseln. Wir sind in der 64. Minute. Ich bringe den Moa für Merkin links hinten. Und dann überlege ich gerade noch, was wir sonst noch machen können. Schubert funktioniert noch nicht so richtig gut, ist müde und gelb verwarnt. Da werden wir tätig und bringen dort den Tower. Ich glaube, dass das schon auch ganz gut passt. So, Moa auf Tower. Da haben wir Co-Produktion von den beiden. Bitte, wie geil wäre das jetzt gewesen, direkt nach der Einwechslung. Aber wieder super Parade von Fernandes. Also ohne den und ohne seine tolle Form heute könnte schon 3-0 stehen für uns. Wobei es bei den Noten bei ihm runtergegangen ist. Der hat vorher über 7 gehabt. Tempelmann jetzt auch noch mit einer gelben Karte. Der ist jetzt auch schon richtig müde. Intensität ist bei uns halt auch recht hoch. Also wir werden jetzt eher versuchen, nach dem Ballverlust zurückzukommen. Nicht sofort Gegenpressing, sondern eher ein bisschen zurückarbeiten. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir hier eben noch wechseln. Also wir haben nur noch eine Wechselphase. Das heißt, wenn, dann muss ich gleich beide Wechsel machen. Seguin würde ich mal sagen, bringen wir hier auf der Position. Und dann haben wir das Thema mit Brunner eigentlich. Oder ich bringe für die Schlussphase den Lasme. Der könnte da vielleicht noch was sein für diese Pässe in die Tiefe, um den Gegner vielleicht dann ein bisschen auszukontern. So, wir sehen hier, dass wir dem HSV den Ausgleich schenken. Und nach so einer Aktion würde ich dem Tower am liebsten die Leier auflösen. Ja, Müller, der hier kurz abspielt, soweit ja nicht tragisch. Und dann ist halt die Frage, was Tower macht. Also in der Variante hier natürlich riskant. Der HSV stellt hier gut zu. Den Pass auf Matriciani kannst du da immer spielen. Du kannst auch versuchen, den Pass zu Müller zu spielen und er schlägt ihn raus. Oder man macht selber den langen Pass. Was Tower da macht, er versucht auf Uedraogo zu spielen, aber das ist katastrophal. Ich bin stinksauer. Passwert 13. Entscheidungen 12. Konzentration 12. Es ist mir ein Rätsel, wie der so einen Pass raushauen kann. So, der HSV jetzt am Drücker. Jetzt kann man hoffen, dass das Momentum jetzt nicht auf ihrer Seite ist. Und sie das jetzt noch weiter drehen. Jetzt im Moment haben sie auch mehr vom Spiel, mittlerweile mehr Torschüsse, auch wenn die Chancen nicht so gut waren wie unsere. Und bei uns geht nach vorne gerade wenig. 5 Minuten Nachspielzeit, ich würde sagen, wir machen das Zeitspiel an. 92. nächste Ecke. Brunner kriegt die gut geklärt. Aber wir kriegen keinen Konter hin. Und der geht an den Pfosten. So, schön hinten rausgespielt. Terodde. Und das ist gelb-rot normal, oder? Trikot ziehen. Jupp. Der fliegt. Leider zu spät. Gut, das heißt, ein paar gute Phasen, ein paar nicht so gute Phasen und im Endeffekt haben wir unser Ziel erreicht, dass wir heute nichts gespielt haben. Also
bin zufrieden mit dem Ergebnis. Die Ansprache hat auch geklappt und das ist etwas, womit ich auf jeden Fall leben kann. So, jetzt loben wir mal kurz die Jungs, die hier gut trainieren, nämlich Bartel, Uwe Droge und Becker. Und dann werden wir mal den Müller kritisieren, weil wenn der schlecht trainiert als so wichtiger Spieler, dann sollte der auch ein bisschen was abkriegen. Schwere Verletzung, Knöchelbruch. Gut, wir schicken Osmani zum Spezialisten, damit fällt er auf jeden Fall mal die Hinrunde aus. Das heißt, wir werden jetzt am Transfermarkt nochmal tätig werden. Müssen, mehr oder weniger. Wobei es dann trotzdem eher eine Laie wird. Aber ja. Hilft nichts. Können wir mal auf die Auswahlliste schauen, wenn wir da schon gescoutet haben. Da ist eh noch nicht viel, aber vielleicht ein bisschen was. Fabian Rieder wäre da dabei. Der wäre natürlich super interessant. Aber halt vom Gehalt her einfach zu teuer wahrscheinlich. Aber schauen wir mal. 70% Gehaltsbeteiligung, das würde sich ausgehen, aber die monatliche Gebühr ist eine Katastrophe. Ich kann hier nur auf nicht verhandelbar gehen, dann müssen wir eigentlich auch auf Rotationsspieler gehen. Das geht sich alles nicht aus, leider. Da können wir nur hoffen, dass sie von den Forderungen her vielleicht dann ein bisschen weiter runtergehen. Ja, das ist die Leihliste. Da hätten wir Slimane, kostet halt auch, kriegt halt auch 1 Million Gehalt. Moritz Oswald, der Österreicher, nicht wirklich gut genug, würde ich jetzt mal sagen. Wir können noch schauen, ob es denn noch vielleicht, jetzt haben wir eh genug Zeit hier in dem Part noch, den einen oder anderen vereinslosen Spieler gibt. Damit wir da vielleicht dann einfach, weil Gehaltsbudget haben wir ja, jemanden bekommen, den wir dann vielleicht in der Zukunft noch verkaufen können oder so. Allgemein Weltreputation. Zumindest okay. Machen wir mal recht gut. 14 Spieler. Noah Solskjaer. Amateurvertrag momentan in Island, glaube ich. Dann haben wir hier Mare. Ganz guter Spieler. Aber nicht aufregend. Enzo Zidane. Kann man mal aufnehmen. Auch wenn er, glaube ich, nicht stark genug ist, aber ist irgendwie cool. Ah ja, und dann sehen wir hier unten. Viel Erfahrung auf jeden Fall. Aber so richtig überzeugen tut mich hier nichts. Dann können wir nur noch auf die Transferliste schauen im zentralen Mittelfeld. Weil ich meine, grundsätzlich möchte ich natürlich eher auf Uwe Drogo setzen. Aber wenn wir da jetzt das Problem haben, dass der halt wirklich mal die ganze Hinrunde ausfällt, also Osmani ausfällt, dann ist es halt schon ein bisschen bitter. Ja, wir sehen hier vom Transferbudget her, dass es dann schon schwierig wird. Markus André Casa, guter Passwert. Dann haben wir hier Gabriel von Internacional. Wäre unfassbar stark. Fabian Schnellhardt. Der wäre mental auch gut, wäre Linksfuß. Schwierig. Richtig schwierig. Und wir haben jetzt noch gut einen Monat Zeit, bis das Transferfenster schließt. Das heißt, wir müssen jetzt keinen Schnellschuss machen. Können dann noch ein bisschen abwarten. Aber ich würde schon sagen, dass wir da noch wen brauchen. Weil ich meine, natürlich mit Seguin und Lazar haben wir zwei Leute fürs zentrale Mittelfeld. Aber ich bin da schon ganz gerne, wenn Budget noch da ist, auch in der Breite ganz gut aufgestellt. Zidane jetzt mal zum Probetraining da. Es wäre halt einfach cool, allein schon vom Namen her ein Zidane-Trikot bei Schalke zu haben. So, Uwe Drogo, jüngster Schalke-Spieler aller Zeiten. Sehr schön. Was sieht man sonst so die Nachanalyse zum Spiel? Da sieht man, dass die erste Hälfte uns gehört hat, die zweite dann dem
HSV. Hier sehen wir, dass viel über die Flügel gegangen ist, also viel von den Halbraumverteidigern raus auf die Flügelverteidiger und dann in Richtung Mitte wurde es aber schwierig. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel relativ wenige Pässe zum zentralen Mittelfeld, was ich fast ein bisschen schade finde. Und wir sehen hier Terodde und Osmani, wie weit Osmani hier eigentlich nach vorschiebt. Also das ist auch interessant irgendwie. Den hätte ich irgendwie lieber da, weil dann wären wir ein bisschen besser verbunden, aber okay. Muss man vielleicht beobachten. Das sind die Pässe vom Gegner. Ja, Expected Goals, da waren wir besser. Und ja, die Schusskarte finde ich jetzt nicht so spannend allgemein. Kaiserslautern auch gut in die Saison gestartet, so wie es aussieht. Oder, nee, ich glaube, da waren noch keine Spiele. Die sind aufgrund des Alphabets auf Platz 3. Jetzt haben sie mit einem Unentschieden gegen St. Pauli in die Saison gestartet. Die Hertha verliert 2-0 gegen Düsseldorf. So, was tut sich jetzt hier? Angebote für Bulut. Ja, der ist auf jeden Fall interessant für eine Laie. Sehr starkes Talent auf jeden Fall. Schlüsselspieler in der dritten Liga, das passt gut. Gehaltsübernahme, zumindest zu großen Teilen. Und wir bekommen ja auch ein bisschen was monatlich noch. Dann sind hier einige Versuche leider gescheitert, Spieler aus der zweiten Mannschaft loszuwerden, aber damit war auch zu rechnen. Das können wir leider nicht ändern. So, genau nach dem Spiel gegen Kaiserslautern haben wir Astoria Waldorf erst in der ersten Runde als Gegner am 12. August. Nach dem Spiel gegen Kaiserslautern haben wir dann anscheinend eine Woche Pause. Ne, da ist dann das Spiel, okay. So, er geht auf Leihbasis. Cissé steigt wieder ins Training ein. Und die Spielervermittler konnten hier auch ein paar Spieler leider keine Angebote einholen. Matthias Munoz. Ja, für mich eher Verteidiger. Der wird hier als Innenverteidiger und Sechser geführt. Oh, jede Menge Scout-Berichte. 2-, den streichen wir mal. Tarek Buchmann finde ich jetzt auch nicht so spannend. Roberto Massimo. Vielleicht haben wir da jetzt den einen oder anderen Spieler dabei, der uns irgendwie helfen könnte im zentralen Mittelfeld. Fischer zu teuer. Dominik Fitz leider auch zu teuer. Der wäre durchaus was fürs Zentrum. Naja. So, jetzt musste ich mich wieder kurz muten, wie schon im letzten Part. Ich habe gerade echt das Gefühl, ich bekomme einen vollen Schnupfen. Also jetzt ist gerade richtig krass. Hier haben wir ein Talent von Salzburg, Mamadi Diambu, der zum Beispiel ganz interessant wäre, offensiv wie defensiv stark, den man vielleicht auch durchaus leihen könnte. Kann man mal auf die Auswahlliste packen. Früchtl haben wir schon auf der Auswahlliste. Matteo Meisel, Innenverteidiger, 22 Jahre jung. Müsste technisch noch zulegen, mental und körperlich ist er gut. Kann man mal auf die Auswahlliste packen. So, Forson von Salzburg. Nächstes starkes Talent, aber halt eher so Flügelspielertyp. Matthias Braunöder, das wäre auch jemand fürs Zentrum. Könnte mal schauen, ob man den leihen könnte. Die Austria braucht eh dringend Geld und will Spieler loswerden. Er hat großes Interesse an einem Transfer. Gehaltsforderung sehen wir eh. Ausstiegsklausel hätte er ganz gerne. Schauen wir mal, ob die ihn verleihen würde. Nee. Eher nicht, aber auf der Auswahlliste ist er mal. Jasic, auch ganz interessantes Rechtsverteidiger-Talent in Österreich. Finde ich ganz cool, dass da gerade Österreich durchgescoutet wird. Im Endeffekt kann ich da fast jeden Spieler, der da jetzt irgendwie kommt, auf die Auswahlliste packen. Bis auf Jeländer. Der ist leider schon ein bisschen zu alt. Gruber auch, finde ich zumindest. Valentin Oels, österreichisches Torwarttalent. 18 Jahre jung, Auswahlliste. So, der eher nicht. Jan Jurzets kenne ich persönlich jetzt, also persönlich kenne ich jetzt natürlich auch schon. Bin ich jetzt auch nicht so stark. Ballo, weiß ich nicht. Ewiges Talent irgendwie, weiß nicht, ob aus dem noch was wird. Geierhofer finde ich persönlich nicht stark genug.
Felix Strauß, Extraklasse in der dritten Liga, das ist auch zu wenig. Roko Sivkovic, wieder ein Salzburger Talent, körperlich zu schwach. Jürgen Heil, der übrigens auch FM zockt, was ich so weiß. Grüße, falls du zusiehst. Matthias Forlano. Ein ganz netter Argentinier, 22 Jahre jung, scouten wir mal. So, der ist dann zu alt. Dennis Breth, auch leider ein bisschen zu alt. Max Lowe, eigentlich zu teuer. Juan Iglesias, richtig stark, Auswahlliste. Porter wäre grundsätzlich auch stark. Sogar auf der Transferliste, allerdings für 2,2 Millionen. Boah, er ist auch der Wahnsinn. Aber schauen wir mal, im Endeffekt ist da jetzt nichts dabei, wo ich sofort die Geldtasche zücken würde, muss ich schon sagen. Fährmann steigt ins Training ein, perfekter Zeitpunkt, um ihn wieder anzubieten. Verdammt. Ja, den werden wir nicht wegbekommen. Lincoln, Spieler auf der Auswahlliste, der nähert sich dem Vertragsende. Das wäre schon einer, der ganz interessant wäre. Reden wir mal mit dem Berater. Lincoln möchte sich die Optionen offen halten, das ist eh okay. Und jetzt beginnen die monatlichen Rückzahlungen. Madrigiani verletzt 1 bis 3 Tage, das ist natürlich auch nicht optimal, gerade jetzt mit der ganzen Situation, aber ich glaube, dass schon langsam Baumgartl wieder in die Mannschaft drücken könnte. So, Abubakar Bamba, Torwarttalent. Finde ich jetzt aber nicht so spannend. 3 plus ist mir zu wenig. Dann mal den Bernardi mit der Note 2. Den kann man auf jeden Fall auf der Auswahlliste lassen. Der ist sowieso richtig stark. Den haben wir auch schon gesehen. Den packe ich auch noch auf die Auswahlliste. Lincoln haben wir jetzt eh schon. Ryan, der Linksverteidiger. Fällt mir auch ganz gut. Dylan Gulabi. Auch ganz gut. Aber da kommen schon ganz interessante Spieler vorgeschlagen. Den finde ich ein bisschen zu schwach. So, Paul Seguin verletzt. Also momentan ist es verrückt. Gehen wir mal kurz auf Training und auf... Wo wollte ich denn da bei Pause? Dass wir hier vielleicht auch jetzt momentan mal auf die halbe Intensität gehen. Wir müssen jetzt echt schauen, dass die Jungs... Dass das da jetzt nicht übertrieben viel wird. Und wir könnten noch kurz die Mitarbeiter checken. Aber da sehen wir, dass wir eigentlich die besten Mitarbeiter in der zweiten Liga haben. Wir könnten jetzt noch einen Chefsportwissenschaftler holen. Und einen Physioplatz haben wir noch frei. Damit die Jungs sich zum einen weniger verletzen, zum anderen schneller wieder fit werden. Aber das ist momentan richtig nervig. So, Santiago Giordana. Das ist der Stürmer, bei dem der Vertrag ausläuft. Der wäre eine super Neuverpflichtung, sagen unsere Scouts. Ist halt schon 28, Grundfitness ist noch nicht so wirklich gut. Ich würde jetzt im Moment mal Abstand davon nehmen, um ehrlich zu sein, weil alter Stürmer, Becker, nächste Verletzung. Nichts Tragisches, aber ja, schweres Foul halt. Andersen, Isländer, 25 Jahre alt, finde ich auch ganz cool. Packen wir vielleicht auch mal für eine Zeit auf die Auswahlliste. Aber ich möchte jetzt auch, mir passiert es jetzt auch schon wieder so, dass ich da einfach zu viele auf die Auswahlliste setze. Müssen wir dann regelmäßig auch wieder aussortieren. Aha. Also die können ihm einen Vertrag anbieten. Wir aber nicht. Bei uns steht, er möchte sie es offen halten. Latzer verletzt. So, jetzt geht Bull oder Fly-Basis zu Waldhof Mannheim. Das passt gut. Ich hoffe, dass er sich da gut entwickelt. Das wäre natürlich für ihn ganz cool. So, Fabrizio. Nicht gut. Nadia Sotea ist eben mal ganz guter. Den packen wir mal auf die Auswahlliste. Dann haben wir Max Merding, den wir ja auch schon gescoutet haben, der auf der Leihliste wäre. Romano Schmid wäre jetzt halt natürlich interessant durch die Verletzung.
Brian Teixeira, den ich sowieso relativ cool fand, eigentlich immer, bis er zu Sturm gewechselt ist, da hat er irgendwie bisher noch nicht so richtig funktioniert. Und Fabian Rieder wäre natürlich auch der absolute Wahnsinn. Aber das sind halt auch eher alle Spieler, die Stammspieler spielen wollen. Und diese Chance sollte eigentlich Ue Traogo bekommen. So, wir sehen, die Hertha gewinnt 5-1 gegen Wien Wiesbaden, Paderborn gegen Osnabrück 1-0. Und wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist, ob wir das Spiel auch noch reinpacken. Ich würde sagen, ja. Erwartungen gegen Kaiserslautern, Sieg. Sowohl die Fans als auch der Vorstand erwarten einen Sieg. Wir werden da hier jetzt mal die Jungs wieder loben, die gut trainieren. Cissé trainiert nicht gut, wobei, das sage ich jetzt mal nichts, weil das ist meist so bei Spielern, die verletzt waren, dass die dann in den ersten ein, zwei Wochen nicht so wirklich gut trainieren. Ich glaube, dass einfach, dass der Stürmer einfach keinen Bock hat, zu uns zu kommen. Ich glaube, dass es eher daran liegt. So. Also machen wir das Spiel jetzt auch noch. Und es fallen jetzt Osmani, Seguin und Latza aus. Das heißt, drei zentrale Mittelfeldspieler. Ich bin richtig genervt. So. Also, auf die drei müssen wir verzichten. Wir nehmen den jungen Krüger mit. Dann nehmen wir noch hier Gosuki wenigstens auch wieder mit heute. Schaut es bei Enzo Zidane aus. Ja, solide. Gerade körperlich muss ich sagen, viel zu schwach, leider. Ja, Tower können wir natürlich auch noch im zentralen Mittelfeld einplanen, den dürfen wir nicht vergessen. Der hat ja gegen den HSV schon so gutes Passspiel gezeigt. Also, Kaiserslautern. Schönes Duell. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel heute wird. Terence Boyd übrigens, finde ich, ist ein richtig cooler Typ. Bin ja großer Fan des Podcasts Copa TS von Tommy Schmidt. Habe auch immer viel gemischtes Hack gehört. Aber seit Tommy Schmidt Copa TS hat, höre ich eigentlich hauptsächlich den. Und muss schon sagen, dass dort Terence Boyd unfassbar sympathisch ist. Aber auch Christoph Kramer zum Beispiel. Generell irgendwie alle, die da mit dabei sind, finde ich ganz cool. Muss ich schon sagen. So, Merkel mit der Flanke. Und der Kopfball, kein Problem für Lute. Der hat da die Lute gerochen und gleich mal gemerkt, dass er hier, dass hier versucht wird, ihn zu überheben. Das war halt ein bisschen überheblich. So, Jubamar treibt den Ball richtig gut nach vorne. Terodde, top. 1-0. Wunderbare Aktion. 19. Minute, so. Und damit die 1-0-Führung. Und das war ein richtig schöner Spielzug. Hier sehen wir, wie Jubamar hier super durchgeht. Hier der Haken gegen Boyd. Dann der Pass und Terodde mit der super Übersicht. Top, startet genau richtig. Und macht sein erstes Saisontor. Ich weiß nicht, ob es auch generell sein erstes Profitor ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich nicht. Aber in echt performt er ja relativ gut. Ich werde mal kurz in der Zwischenzeit mal schauen, wie gut top performt. Tempelmann auf top. Brunner. Boah, fast. So, Kicke top. In der Saison bisher. So, Achtung. Clement. Ecke, der geht zum Glück drüber. In der Saison bisher, ja, ein Tor. 10 Spiele. Regionalliga West, 5 Spiele, ein Tor, 3 Assists. Das heißt, der scheint momentan zwischen erster und zweiter Mannschaft so ein bisschen zu wechseln. Boah, an die Latte. Richtig gefährlich hier, da wäre Müller beinahe überhoben worden. Also das hinten rausspielen, das funktioniert mit den Jungs überhaupt nicht. Dazu sind sie einfach nicht in der Lage. Es ist spannend. Matriciani mit einem Passwert von 10. Okay. Kallas 11. Schipaner ist der einzig Gute. Also da muss man schon sagen, dass man das vielleicht, das kurze Rausspielen vielleicht mal rausnehmen sollten. Also mal lieber, sie versuchen die langen Bälle. Wir haben vorne Top und Terodde. Also dass gerade der Torwart ihn dann halt noch vorschlägt, weil ganz ehrlich,
Da sind riskante Aktionen dabei. Aber das ist halt auch was, wo ich sage, wenn ich einen Innenverteidiger hole, dann muss der auch einen richtig guten Passwert haben. Weil das ist sonst echt eine Katastrophe. Generell sehen wir, dass das zentrale Mittelfeld keine guten Noten hat, also alle drei nicht. Aber da können wir natürlich nicht wirklich wechseln. Können nur hoffen, dass sie sich jetzt in der zweiten Hälfte fangen. Ja, und gerade in dieser Taktik, mit diesem ruhigen Spielaufbau von hinten raus, sind halt die Innenverteidiger wahnsinnig wichtig. Und das scheint nicht optimal zu sein. Müssen wir schauen, wie es mit den Innenverteidigern ist, die nicht fit sind, oder jetzt generell noch angeschlagen. Dass da vielleicht einer ein besseres Passspiel hat für hinten raus. So, Schallenberg nach Ecke von Mörkin. Mörkin nochmal wieder Schallenberg. Uedrogo hat Platz. Außenpfosten. Da war sogar noch Aluminium dabei. Ich versuche sie zu beruhigen. Das funktioniert normalerweise recht gut. So, top. Mit dem Freistoß, der geht drüber. Ah, da war die Mauer noch dran. Dementsprechend die Ecke von Mörkin. Schallenberg gewinnt das Laufduell noch. Hat gerade am Anfang nicht so ausgesehen. So. Also wir sehen Schallenberg eigentlich von der Noten her, von der Note her am schlechtesten, Tempelmann aber müde. Ich glaube, dass ich für Tempelmann jetzt den Niklas Tauer bringen werde. Ich glaube, dass das ganz gut passt. Auch von der Rolle her passt er natürlich gut, sehr hohe Aggressivität, guter Defensivspieler. Aber irgendwie bin ich mit der Qualität, also wenn wir es schaffen, auf jedem Mannschaftsteil noch einen guten Spieler zu leihen, dann wäre ich, glaube ich, schon etwas beruhigter. Ich muss sagen, ich bin da echt der Qualität der Mannschaft nicht ganz zufrieden. Aber das ist halt das Problem, wenn du eigentlich nicht wirklich die Finanzen hast oder sie nicht aus das Geld nicht ausgeben solltest. Naja. Ich bringe rechts hinten Kosuki, weil Brunner müde ist. Ich bringe für den schwachen Mörkin den Mohr. Und jetzt haben wir theoretisch noch zwei Wechselmöglichkeiten, die ich im Moment aber nicht ziehen werde. So, Moa Fuetraogo. Tower, Chupamain. Das haben sie gut gespielt. Moa mit der Flanke, da ist top. Ein Zentimeter vorbei. Der hat sich jetzt natürlich schön hier beliebt machen können bei den Fans. Chupamain holt ihn sich super wieder. Nachdem der Pass jetzt nicht optimal war, aber den hat auch Mohr verschlafen. Wieder Chupamain, Tower, Kosuki. Und das ist eben jetzt das, wo ich mir gedacht habe, die Angriffsbreite müssen wir höher ziehen. Ich möchte nicht, dass Kosuki hier steht, ich möchte, dass er hier steht. Weil dann hast du hier den Gegenspieler, der hat ordentliche Probleme, weil der muss eigentlich rausgehen. Und dadurch hast du hier eine gewaltige Lücke. Also ich würde das Spiel im Angriff noch breiter machen. Soll man dann auch nach dem Spiel einstellen? Dadurch sorgst du natürlich eben auch für Lücken im Zentrum. Top, da ist Terodde. Wahnsinn, es geht nicht. Es will nicht klappen. So, Mohr mit der Ecke. Wir sind schon in der gleich 86. Minute. Ich habe noch eine Wechselphase und noch zwei Auswechslungen zur Verfügung. Das heißt, für Tempelmann können wir den Krüger bringen. Ich würde ihn einfach mal auf zentraler Mittelfeldspieler Support stellen, weil das ist so eine Standardrolle. Und dann bringen wir vorne noch den Lasme für Terodde, würde ich mal sagen. Wir tauschen die beiden. So, Tower macht das gut. Matriciani, Tempelmann, Kosuki. Er versucht sie rechts, macht das gut. Die Flanke ist gut, der Rode an die Latte. Pech haben wir halt auch noch. Uwe Traogo, top.
So, Brian, lass mich. Tower. Ein bisschen ein Missverständnis. Nicht das perfekte Timing mit Top erwischt. Ja, nochmal die Chance. Wo ist Rogo? Grüger. So, und jetzt würde ich sagen, Umschaltspiel zurück. Nach Ballverlust und wir fangen mit dem Zeitspiel an. Ich möchte jetzt schauen, dass wir das 1-0 einfach über die Zeit bringen. Das war gut. Uedraogo, sehr gut. Wichtig, dass er da den Laufweg macht. Lasme, der hat den richtigen Antritt und haut ihn rein, 2-0. Normalerweise müsste das jetzt die Entscheidung gewesen sein. 89. Minute. Uedraogo mit dem Ballgewinn, dann legt er hier ab auf Krüger. Das heißt, Krüger mit dem Assist, stark. Und Lasme, der den hier gut unterbringt. Abschlusswert 11. Aber den hat er richtig gut platziert. Also das war ein ordentlicher Auftritt heute von uns. Im Endeffekt mit ein bisschen mehr Glück hätte man das Spiel auch deutlicher gestalten können. Wir haben nicht viel zugelassen. Also ich bin insgesamt schon zufrieden, muss ich sagen. So, damit sind wir aktuell jetzt mal zumindest kurz in der Momentaufnahme Tabellenführer. Super Ergebnis und super Auftritt. Sehr, sehr schön. Tabellenführer ist jetzt natürlich relativ, es haben natürlich noch viele nicht gespielt. Aber das ist schon mal nicht so schlecht. Das heißt, wieder unser Ziel quasi erfüllt für dieses Spiel. Und ja, was waren die Lehren? Also ich persönlich würde das Spiel breiter machen. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier hinten, das ist jetzt die Frage bei Matriciani zum Beispiel, aus der Tiefe flanken hat er dann drauf. Ich persönlich würde jetzt einfach sagen, dass er soll seltener dribbeln, seltener schießen und seine Position einfach halten. Kalas ist okay vom Passspielwert her. Bermain ist da halt deutlich stärker. Hat aber auch keine wirklich gute Übersicht. Ich würde die auf klassische Innenverteidiger umstellen, weil die einfach spielerisch nicht so stark sind. Und was ich auch noch machen würde, ist, ich nehme das Gegenpressing wieder raus. Ich werde jetzt aber auch nicht das Neuformieren anmachen. Ich lasse einfach ein Mittelding aus den beiden, denn im Endeffekt haben wir vorne natürlich auch nicht die schnellen Stürmer, die dann auch groß hoch attackieren sollen oder hoch pressen sollen. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir vielleicht ein bisschen später sogar attackieren, weil die Jungs halt nicht so schnell sind. Das würde nämlich auch die Intensität ein bisschen runterbringen. Vielleicht machen wir es doch an. Je weniger Intensität, desto weniger sind die Spieler natürlich auch müde. Und vielleicht hat auch das mit den Verletzungen zu tun. Das heißt, dass wir das Spiel jetzt einfach auch ein bisschen weniger intensiv gestalten. Ja, jetzt habe ich eigentlich schön überzogen. Ja, dann würde ich sagen, lass mal es gut sein für heute. Ich werde meine Stimme mal schonen, nachdem ich jetzt eh gerade so heiser bin und ein bisschen erkältet anscheinend. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass der Saisonstart erfolgreich war. Und ja, jetzt freue ich mich auf die nächste Pokalrunde gegen Astoria Waldorf. Bis bald. Danke. Ciao.